Falls der Internet Explorer nicht mehr ordentlich funktioniert, sollte man Schritt für Schritt vorgehen, um das Problem zu lösen. Als erstes sollte man überprüfen, ob eine Verbindung zum Internet besteht, indem man ein Mail-Programm oder einen anderen Browser öffnet. Sollten die Programme einwandfrei funktionieren, liegt die Ursache wahrscheinlich am Internet Explorer. Zunächst sollte man sich die installierten Add-ons ansehen, die man bequem über die Extras aufrufen kann. Um die Erweiterungen als Fehlerquelle auszuschließen, sollte man sie alle deaktivieren. Dies kann man recht einfach erledigen, indem man die einzelnen Einträge markiert und den entsprechenden Schalter betätigt. Funktioniert der Browser nach einem Neustart wieder normal, sollten die Add-ons nacheinander aktiviert werden, um den Übeltäter zu ermitteln. Falls dieser Vorschlag nicht hilft, sollte man in den Internetoptionen den Reiter allgemein aufrufen und den Browserverlauf löschen. Dabei kann man sich zunächst auf die temporären Internetdateien, Cookies und den Verlauf konzentrieren. Falls es weiterhin Probleme gibt, sollte man eventuell eine komplette Löschung vornehmen. Haben auch diese Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt, ruft man als nächstes die Reiter Sicherheit und Datenschutz auf und setzt alle Einstellungen wieder auf Standard. Diesen Schritt kann man dann auch unter Erweitert durchführen. Besteht weiterhin das Problem, sollte man den Internet Explorer zurücksetzen. Nach dem Klick erscheint ein neues Fenster, in dem man darüber informiert wird, welche Maßnahmen durchgeführt werden. Auf Wunsch können auch die persönlichen Einstellungen gelöscht werden. Sollten alle diese Maßnahmen nicht helfen, führt man am besten noch ein Update durch. Ansonsten bleibt als letzter Schritt nur noch die komplette Neuinstallation des Browsers.